Supermann St. Gallen ist, begleitet mich mein ganzes Leben. Es ist Liebe, es ist aber auch manchmal ein paar Hass. Ich brauche es aber und ich merke, wie eng verbunden dass ich bin. Wenn ich schlechte Kritiken höre, dann verteidige ich das Festival, wie es mein Kind wäre. Quasi. Ja, wir stehen jetzt an der Position, wo eigentlich die Hauptbühne ist, in dieser Richtung, Zitterbühne. Und 25'000 Leute würden hier da vorne stehen und feiern, bei gutem Wetter. A job that slowly kills you, bruises that won't heal. Ich glaube, so im Verlauf von Anfang April ist es uns klar geworden, dass wir eine Entscheidung brauchen. Der Bundesrat hat sie ja dann ein bisschen später getroffen. Wir haben sehr viel Kontakte mit internationalen Festivals und dort ist plötzlich allen klar geworden, es wird nichts. Das Programm ist draußen gewesen, das Artwork ist da gewesen und wir waren eigentlich nur noch in der Detailplanung drin, um das Ganze umzusetzen. Aber die Arbeit ist natürlich grundsätzlich gemacht gewesen. Wir sind jetzt hier so ein bisschen auf der Hauptachse des Festivals. Zeltplatz mit der besonderen St. Galler Hanglage. Da vorne ist Sternenbühne, Stars and Stripes, so ein bisschen als Halligalli. 24-Stunden-Betrieb kennt man. Immer regen Verkehr auf dieser Achse. Ja, mich hat das Festival begleitet seit 1987. Das ist das erste Mal mit 17 bin ich ins Festival gekommen, durfte kommen. Vorher hat es meine Mutter noch nicht erlaubt. Und das ist schon eine Welt aufgegangen eigentlich. Und seitdem habe ich es einmal noch verpasst, als ich in Amerika war, in einer Schule. Habe ich jedes Festival besucht. Das war Tradition. Und seit 1993 darf ich wieder im Festival arbeiten. Begleitet es mich eigentlich das ganze Leben, schon seit ein Teenager. Und es ist eine besondere Situation, jetzt Ende Juni ohne das Festival zu verbringen. Eigentlich sehr komische Situation. Wir spüren unglaubliche Solidarität und eine Emotionalität und Wehmut, auch, dass das Festival nicht stattfindet. Es nimmt mich auch Wunder, wie die Stimmung in der Stadt St. Gallen wird sein. Ich habe gehört, es gibt unglaublich viele private Partys und Events. Und das zeigt ja die Verbundenheit. Also ich glaube, es ist eine komische Situation. Auf der anderen Seite feiern wir irgendein Festival alle gleich. Und das ist irgendwie auch noch gut zu spüren, also die Verbindung zum Festival. Ja, ich möchte mich bei euch allen bedanken für den unglaublichen Support, für die Treue zu unserem Festival. Wir werden alles geben und versuchen, im nächsten Jahr das Festival grösser, schöner, besser zu machen und nachhaltiger. Und dann sehen wir uns alle vom 1. bis 4. Juli im Zitter Doppel.